Morgen, noch ungeschminkt, aber wieder mit Wimpern. Und wir warten heute auf unseren Tisch. Den habe ich vor 4 Monaten bestellt und heute kommt er endlich an. Ich zeige euch das nachher, ich bin schon ganz gespannt. Den online bestellt und das heißt, wir wissen gar nicht, ob er wirklich schön aussieht. Ich bin echt gespannt, ich habe ein bisschen Angst, dass er mir gar nicht gefällt in echt. Naja, gucken wir mal, ich zeige euch das dann. Und ihr könnt auf den Blog. Die geilste Aufgabe, diese Folie hier abzupiepeln. Also die ganzen Stuhlbeine sind mit so einer ganz hauchdünnen Folie. Und ich habe hier noch 6 Stühle vor mir und es geht so scheiße ab. Boah, ich krieg die. Vor allem dann hängt das hier dann so dran, ne? Das ist hier quasi schon mit eingeschraubt. Oh. Oh, ich hasse so ein Bibelkram. Für sowas habe ich eigentlich null Geduld. Eben am Postfach. Die Mädels von Groove Design haben mir hier so einen schönen Print geschickt, so einen Nussknacker. Leider ist es ein bisschen spät und ich kann die Black Friday Aktion nicht mehr mit euch teilen. Ich war leider echt zu spät am Postfach. Durch den Umzug ist das alles. Schaut aber trotzdem unbedingt mal bei den Mädels von Groove Design vorbei. Die haben wirklich super viele schöne Drucke. Ich habe euch ja schon den Kalender gezeigt für nächstes Jahr. Der hängt schon bei uns in der Küche. Ich habe hier schon den Wine Guide und den Coffee. Aber hier drüben hängt der Coffee Guide und den Nussknacker werde ich jetzt auch mit hier noch dran machen, glaube ich. Ja, da passt er gut hin. Vielen Dank, ihr lieben Mädels. Hallo. Ich dachte, ich melde mich auch mal wieder. Wir sind hier gerade so ein bisschen. Chili Vanilli, stimmt's, Mobby? Hä? auf dem Blog gibt es gleich einen neuen Beitrag, also schaut da gleich mal vorbei. So in 5 Minuten ist er on. Ja, und dann wollte ich euch auch sagen, ihr erinnert euch ja vielleicht an den Mango-Haul, den wir neulich hier gemacht haben. Und auf YouTube gibt es jetzt den ganzen Haul. Den verlinke ich euch auch gleich mal hier. Schaut ihn euch unbedingt mal an. Hallo, ich dachte, ich melde mich auch mal wieder. Es war jetzt hier so ein paar Tage ein bisschen ruhiger. Ich kam einfach nicht dazu. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so dran gedacht, Stories zu machen. Ja, aber übrigens habe ich mir nicht die Haare abgeschnitten. Ich habe die nur hier so reingesteckt, weil die haben gerade irgendwie so eine Länge, mit der ich nicht so viel anfangen kann. Ja, jedenfalls wollte ich euch sagen, auf dem Blog gibt es einen neuen Beitrag, wollte ich sagen. Manche übrigens haben jetzt anscheinend so eine Funktion, wo sie einfach labern können und man muss gar nicht mehr zwischendurch auf Neu und so drücken. Also weißt du, wie ich es meine? Man kann einfach fortwährend durch. Übrigens wollte ich noch erzählen, ich habe dieses Täschchen hier tatsächlich behalten. Vielleicht kennt ihr es noch aus dem Mango-Haul von neulich. Wer es noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch das nochmal. Das volle Video ist inzwischen bei YouTube. Und
Machen. Es geht hier keinem was an, ne? Oh, eigentlich würde ich gerne mal mit dir kleinen Putzel rausgehen, aber du möchtest wieder nicht raus, stimmt's? Willst du mit mir raus, Emma? Wollen wir rausgehen? Musst du nicht mehr pipi? Wenn ich jetzt einmal eingelabert habe und der Hund nicht mit mir rausgehen möchte, nutze ich jetzt mal kurz die Zeit und zeige euch, was ich am Black Friday bestellt habe. Ich wollte eigentlich da nichts kaufen, weil mich dieser Tag mir etwas überfordert, aber... Oh, auch mit diesen Socken, die man da noch reinmachen kann. Naja, ich habe dann doch was bei About You bestellt und das hat sich wirklich gelohnt. Ich wollte immer noch ein paar Hunter Boots, weil das sind wirklich super Winterschuhe. Die schwarzen wirklich gerne und habe da auch diese Schuhe. Also ich habe ja schon die schwarzen. Die müsste ich auch mal wieder putzen. Dazu gibt es übrigens auch ein Video, wie man Hunter Boots ordentlich pflegt. Das kann ich euch mal verlinken. Und ich mag die. Sie sind wasserdicht, sie haben eine gute Sohle. Stiefelsocken war das Wort. Stiefelsocken, nach dem Wort habe ich gerade gesucht. Und jedenfalls als Winterschuhe sind die in Kombination mit diesen warmen Fließsocken richtig praktisch, weil kaufen. Das ist so ein Bordeaux-Rot, sieht hier eigentlich ja. Und da man bei uns im Thüringer Wald durchaus öfter mal nasse, kalte Füße bekommt, habe ich mich entschieden, den Black Friday dann doch noch sinnvoll zu nutzen und neu ein paar Hunter Boots. Frau Flodder, da plane ich gerade einen Beitrag. Ja, sieht hier irgendwie eher braun aus, aber ist tatsächlich so ein Bordeaux-Rot. Und ja, wie man die ganz cool kombinieren kann und nicht aussieht wie... Guten Morgen, hier regnet es aus Eimern. Und wir müssen aber genau jetzt Fotos machen. Also wirklich genau jetzt, weil nachher will ich mit meiner Mama shoppen fahren. Ja, erst die Arbeit. So, deswegen jetzt eingepackt wie ein Yeti in 10.000 Schichten, aber darum geht's auch. Gehen wir jetzt los und freuen uns, stimmt's? Ja. Ja. So, deswegen jetzt eingepackt wie ein Yeti. Mobby Bär, du hältst so lange hier die Stellung, okay? Wartest du kurz hier? Zieh dich schon mal an für Shoppen nachher, okay? Kommst doch mit, oder nicht? Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Mobby Bär, du hältst so lange hier die Stellung, okay? Wartest du kurz hier? Zieh dich schon mal an für Shoppen nachher, okay? Kommst doch mit, oder nicht? Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Schlechtes Licht hier. Wir haben gerade das Weihnachtsbäumchen an und ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent. Erzählt mir doch mal, was ihr heute so macht. Wir waren heute schon fleißig. Naja, keine Ahnung. Also wir haben keine Vögelchen. Das ist in dem Snap von eben. Da klingt das, als hätten wir Vögel. Aber das ist der Fernseher eigentlich und hat gar nichts mit Vögeln zu tun. Wir hatten heute schon einen Besuch von dem Ari, der hat Fotos gemacht für ein Porträt über mich und den Blog, das demnächst im Freien Wort erscheint, also in dem Beilagenmagazin vom Freien Wort. Ich glaube Anfang Januar kommt das dann. Wir haben noch für uns Fotos für den Blog gemacht und nachher sind wir in Arnstadt auf dem Weihnachtsmarkt und verkaufen Glühwein. Also wir helfen dort als Rotaract-Club den Rotariern in Arnstadt aus. Und dieser kleine Mops, der chillt hier seinen Tag, der hat eben von unserem Hausmeister ein frisches Reh, was eigentlich vom Reh, ich glaube Rippchen oder sowas. Und jetzt ist sie im siebten Himmel. Also irgendwie hat es jetzt leider die Musik nicht in beiden Clips mitgenommen, was echt schade ist. Aber egal, das hier habe ich gestern bei TK Maxx gefunden. Das ist so ein
Jumpsuit. Wurde gerade okkupiert, Emma Mops. Du gehst jetzt gleich zu. Gehst du jetzt gleich zur Mops-Betreuung? Hm? Ja, okay. Du gehst gleich zu meiner Mama.